dass die Parlamente sich abstrampeln können und dass der zunehmend große privatisierte Raum tut, was er will. Aber die will. Frage ist, warum haben Sie was dagegen? Also das müssen Sie begründen. Also Sie sind ja auch eine Bürgerin. Es könnte durchaus sein, dass Sie Opfer eines Gewaltverbrechens in so einem sogenannten Angstraum werden. Wollen Sie dann nicht, dass man danach denjenigen findet, der Ihnen das Messer in den Rücken rammt? Also wir tun jetzt gerade so, als ob es vor Videokameras keine Möglichkeiten gegeben hätte, jemals Verbrechen aufzuklären. Und wir tun so, als hätte es nicht über 20, 30, 30... Wollen Sie das in der Mauer ein Sie wollen sie alle über Technik sie und Angst träumen. Herr Jansen, davon ist für den Satz vollenden ja, und dann weiter. Also es gab wohl vorher auch vor Videokameras Ermittlungsmöglichkeiten. Es gab auch solche, die nicht Überwachungsvoraussetzten, sondern die sozusagen auf einer demokratischen Ebene liefen. Und es gab noch, und das ist fast vollkommen vergessen, es gab noch ein Wissen darum, über den Zusammenhang zwischen sozialer Situation der Gesellschaft, zwischen Verarmung, Verelendung, Entstehung von Hass und Gewalt und dem, wie sich Verbrechen entwickelt, dass jeder kritische Staatsanwalt, jeder Rechtsanwalt, jeder Mensch, der da in dieser Branche arbeitet, kann das detailgenau sagen und beschreiben über 20, 30 Jahre. Entschuldigung, Sie wünschen sich weniger Überwachung und dafür mehr Ursachenforschung und Verhinderung, was indem man irgendwie Ursachen also, was man sich beispielsweise vorstellen kann, ist doch zum Beispiel ist beim Bahnhof, ne, Stichwort Angstraum, dass da vielleicht auch wieder Menschen sind und nicht nur Videokameras. Denn die Videokameras helfen mir letztlich auch nicht, wenn jemand hinfällt. Oder wenn er tatsächlich Opfer eines Verbrechens wird, dann kann man das vielleicht besser aufklären. Will ich gar nicht jetzt bestreiten. Oder ein ganz altes Beispiel. Die Straßenbahn und die U-Bahn gegeneinander stellen. Riesenunterschied in der sozialen Kontrolle. Eine Straßenbahn, die oberirdisch durch eine Stadt fährt, wird völlig verschafft ein anderes Sicherheitsgefühl, für die sie benutzt. Kann man aber nicht als die Maus. Ja, sehen Sie, immer dann, wenn man sagt, es gäbe Alternativen zu autoritären Maßnahmen. Also, ach, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Es geht doch auch um das individuelle Sicherheitsempfinden, Frau Hoge. Haben Sie das Gefühl, also so als Bürgerin, es gibt tatsächlich Räume, wo Sie es also, gerne haben? Ich weiß nicht, ob ich diese Räume habe. Mir ist egal, ob ich in der Videokamera zu sehen bin auf dem U-Bahnhof oder nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, und ob ich da auch drei... Ja, ich gucke da gerne rein in die Kamera, das ist einfach so. Dann müssen wir ein bisschen drehen. Aber ich meine, diese ganze Diskussion basiert ja doch wohl darauf und die Verschärfung dieser Gesetze und ob sie nun wie notwendig sind, das ist eine... Verschärfung in der Weltsituation gibt. Das, so würde ich das einfach mal sehen. Und wenn nicht ich und ja, aber ja, nicht über die Welt. Ja, aber ich finde das also ich finde das nicht in richtigen Ton, muss ich ehrlich sagen. Also so lustig finde ich die gesamte Situation überhaupt wieder nicht. Weil ich möchte noch mal mit einer Zahl kommen. Die Diskussion still weitermachen und sagen, dass wir können natürlich uns angewöhnen, dass man niemanden anders ausreden lässt. Aber ich meine, dass ich möchte das machen, aber jedenfalls der Dame gegenüber sollten Sie meines Erachtens wenigstens einen kleinen Schuss Diskussionskultur haben. Herr Beckstein, danke, dass Sie meinen Job übernehmen. Frau Hoger, vielleicht machen wir es einfach ist so einfach. Etwas Frau Hoger hatte das Wort. Ich hasse alle Diskussionen, wo immer durcheinander gequatscht wird. Aber ich möchte es noch eine Zahl sagen. Es gibt und das ist die Situation, mit der wir hier also zu tun haben. Und das ist die, also das sind die Islamisten. Also jedenfalls ist das meine Angst. Ja, das im heißt, Moment. Sie wünschen sich ja, schon, und dass gibt Ihr 25% angeblich, auch wieder aus dem schlauen Buch, was man mir zugetragen hat. Und das kann man ja hier, also Sie müssen das ja auch lesen und wissen. Der Muslime, die in Deutschland leben, immerhin 25%, die Trennung von Staat und Kirche nicht wollen und einen Gottesstaat errichten wollen. Ich möchte in einem Gottesstaat nicht leben. Und es gibt andere Visionen, also Orwell noch, also hier wird ja auch von Orwell immer geredet und so weiter, da sind wir nun schon und der ist schon überholt und so weiter und so holt. Also die Welt ist aber auch weitergegangen. Aber die Frage ist doch, wie findet man eine Balance? Das ist ja, offensichtlich das Thema, ist die Frage. Die Balance zwischen dem Sicherheitsempfinden der Bürger, dem Sicherheitsauftrag des Staates und den Grundrechten, die ein Bürger hat, auf diese private Unversehrtheit seines Raumes. Und das ist doch eine wirkliche Frage. Darf ich die mal einfach in den Raum stellen? Also, und vielleicht unterschiedliche Antworten bekommen. Wo sind Ihre Grenzen, Herr Beckstein? Wir wollen nicht, wo Sie sagen, wie in England oder in Prag nicht. Eine flächendeckende Videoüberwachung. Mhm. Aber an bestimmten neuralgischen Punkten, wo nachgewiesen ist, dass einmal eine deutlich erhöhte Kriminalität ist und wo wir nachweisen können, dass danach die Kriminalität sinkt und von der gesunkenen Kriminalität kann ein sehr viel höherer Teil aufgeklärt werden. Da meine ich, dass es vernünftig ist,
dass wir nicht nur mit den Methoden des Jahres 1910, 1920, nämlich dass der Polizist Streife läuft und mit dem Auge sieht und eine Karteikarte ausfüllt, sondern dass wir natürlich mit der Technik des Jahres 2006 dann auch arbeiten. Eine Nachfrage dazu stellen. Also das hat Frau Ditfurth vorher versucht zu sagen, ging ein bisschen unter. Die sagte, naja, wenn Sie diesen Platz dann überwachen, dann weichen halt die Straftäter woanders aus. Gibt es nicht auch sowas wie eine Illusion der hundertprozentigen Sicherheit, natürlich, der man sich hingibt, weil man jetzt halt eben, jetzt hat man eine Kamera, dann gibt es die elektronische Fußfessel, die wir hier auch haben. Da ist das Sendergerät, also das kriegt dann einen Straftäter, den man jetzt nicht einsperren will, umgeschnallt und dann kann man dem einen Radius geben, dann kann er sich da bewegen, wie quasi an einer elektronischen Hundeleine, ich sag's jetzt mal so salopp. Früher war es die Kugel. Aber, oder eben die Kuhglocke. Aber gibt es nicht auch so eine Illusion, dass man alles so sicher machen kann am Ende, dass... Natürlich können wir nie eine 100 und wollen wir auch verhindert. Keine hundertprozentige Sicherheit. Das Aber wenn man solche nicht, Konzepte ne? fachlich gut macht, dann wird es nicht nur zur Verdrängung von Kriminalität führen, sondern zur Reduzierung. Mhm. Da gehört natürlich ein polizeiliches Konzept dazu, dass man an dem Angstraum Videoüberwachung macht und in der Nähe ist dann Polizei zum Beispiel per Bestreifung da. Oder derjenige, der eingesperrt wird, zum Beispiel, weil er bei der dritten Trunkenheitsfahrt erwischt worden ist, dass man den unter Umständen nicht ins Gefängnis sperrt, sondern ihm sagt, er muss mit einer elektronischen Fußfessel sozusagen nachweisen, dass er lediglich zur Arbeit geht, aber nicht sozusagen die Freiheit hat. Das sind Dinge, die ich durchaus für vernünftig halte. Es wird ja nicht die Fußfessel für jedermann oder für auch nur irgendeinen Verdächtigen genommen, sondern es sind Leute, die sonst früher eingesperrt worden sind. Ja, also ich denke, man muss natürlich sagen, dort, wo echte Gefahren bestehen, wo dieser Nachweis geführt werden kann, dass ein Raum beispielsweise ein Schwerpunkt ist für Überfälle, dass man da eine Videoüberwachung jedenfalls installiert, dass man da technische Vorkehrungen auch hat, dass diese Daten dann auch entsprechend nicht missbraucht werden von irgendwelchen Dritten. Dagegen haben wir als Datenschützer ja auch überhaupt nichts. Aber eben dieser Trend geht ja leider doch zu einer Rundumüberwachung. Ich will gar nicht Sie jetzt da sozusagen zu dem Spiritus Rector erklären, einer solchen Rundumüberwachung. Aber die Tendenz geht dazu. In Großbritannien können wir das tatsächlich sehen. Und da muss man dann sagen, gibt es zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass diejenigen, die versuchen, dort außerhalb dieses Feldes noch Straftaten zu begehen, dieses auch verstärkt machen. Der zweite Effekt ist, sie kümmern sich nicht mehr drum. Mhm. Sie gewöhnen sich dran, sie tarnen sich vielleicht auch noch. Dann kommt der nächste Schritt, es wird dann gesagt, es dürfen keine Baseball-Cups mehr getragen werden. Es dürfen keine Kapuzen mehr getragen werden. Das heißt, es gibt noch einen weiteren Effekt, nämlich dass die Berufskriminalität, die in Europa sich entsprechende Betätigungsfelder sucht, dorthin nicht geht. Ja. Naja, da gibt es noch einen kleinen Unterschied, das ist die Insellage Großbritanniens. Ich finde die Frage interessant deshalb, weil Herr Schaar im Prinzip sagt, gut, ihr macht diesen Schritt, weil ihr den schon machen könnt. Dann macht ihr den nächsten Schritt, weil ihr vielleicht noch machen könnt. Das ist interessant. Doch die Geschichte der Kriminalität. Ja. Es gibt jetzt immer Steigerungen auf der Gegenseite. Es ist ein Wettlauf zwischen Hase und Igel. Und es ist, genau, und wir sind wahrscheinlich, die Polizei und Sicherheitsbehörden sind nicht der Hase dabei. Wir kommen regelmäßig zu spät und wir rüsten in Anführungsstrichen nach. Der Hase kommt ja zu spät. Globalisierung findet ja auch bei uns statt. Sie sprachen von Balance. Und ich würde gerne, Herr Minister, wenn Sie erlauben, zum Thema Balance. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass das auch wirklich zentral in der Diskussion bleibt. Ich muss meinen Nachbarn mal ausdrücklich loben. Der hat viel Schelte dafür bekommen, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass die Überprüfung der Antiterrorpakete nicht durch denjenigen vorgenommen wird, der die Antiterrorpakete in die Welt gesetzt hat. Ich glaube, dass Antiterrorpakete unmittelbar nach den Anschlägen des 11.09. nicht zielgenau sein konnten. Das wissen wir mittlerweile auch. Atta ist nicht mehr der Tätertypus, den wir suchen. Wir haben ganz andere Entwicklungen. Wir müssen also, und ich halte es für ganz wichtig, Gesetze, wenn wir den Bürger einschränken, müssen wir nach einer Zeit auch sagen können, es ist richtig, dass wir deine Rechte weiter einschränken. Wir machen es transparent. Das bedeutet, auch mit Informationen nach vorne gehen, dann wird der Bürger das auch akzeptieren. Und wir müssen auch im Einzelfall sagen, und diese Maßnahme war nicht zielgenau. Also und deshalb kommt sie auch beispielsweise heißt Frage, Herr Beckstein, Balance, Sie müssten nach 3 Jahren gucken, ob dieses Abhören, dieses präventive Telefonabhören wirklich einen Erfolg bringt. Und wenn Sie feststellen müssen, hat keinen Erfolg gebracht, müssen Sie sagen, lassen wir wieder. Das wäre das, was Sie meinen. Es wird nicht evaluiert, was ist der Aufwand, das muss dann der Anspruch sein. Dass man aber lassen Sie mich noch mal sagen, diese Frage Balance zwischen den unterschiedlichen Werten, der Werte Sicherheit,
was ja nicht nur vom Staat ist, sondern es will niemand gern Opfer einer Straftat werden. Und der andere Wert heißt auch Schutz der Intimität, Schutz der Privatheit. Wir wollen nicht den gläsernen Bürger. Vor 20, 30 Jahren war die Sozialkontrolle wesentlich stärker. Ich habe in meinem Studium noch gelernt, dass der durchschnittliche Täter, 75% der Täter machen ihre Straftat in geringerer Entfernung als 5 Kilometer von ihrem Wohnort. Das heißt, die waren bekannt. Heute gibt es das soziologische, kriminologische Gesetz, dass 75% der Täter mehr als 75 Kilometer entfernt wohnen. Das heißt, der Täter sucht ganz bewusst die Anonymität, in vielen Fällen sogar ganz bewusst das Ausland. Und von daher müssen wir auch, wenn wir die Chance haben wollen, einigermaßen mit Aufklärungsquoten Schritt zu halten, eben auch modernere Möglichkeiten einsetzen. Aber dann gehen Sie doch gleich einen Schritt weiter. Also was wir jetzt hier haben, ist so ein Teststab für den sogenannten genetischen Fingerabdruck. Das ist so ein Wattestäbchen, kann ich mal aufmachen, hat man mittlerweile auch schon ein paar Mal gesehen, auf die Zunge und dann in einen, den entsprechenden Auswertungsteil und dann hat man den genetischen Fingerabdruck. Der Mooshammer-Mord ist auf diese Art und Weise aufgeklärt worden, weil der Täter zufällig noch in so einer Datenbank drin war, wegen einer völlig anderen Straftat. Dann hat man was gefunden auf dem Kabel, mit dem Mooshammer erdrosselt worden ist. Und zack, hat man diesen Mann gehabt. Ich glaube, innerhalb von 48 Stunden, was waren es? 48 Stunden, drei Tage ungefähr. Aber dann gehen Sie doch gleich einen Schritt weiter und sagen, jeder Bundesbürger, der auf diese Welt kommt, der wird gleich mit so einem Wattestäbchen getestet? Nee, das wird bei Säuglingen in manchen Unikliniken schon gemacht, nach Geburt. Die Eltern wissen das gar nicht. Also für die Polizei darf es natürlich nicht gemacht werden. In vielen Kliniken werden Neugeborene. Aber diese Daten kommen nicht beim BKA in die Datenbank. Da wird auch wieder etwas an Argumentation falsch aufgebaut. Frau Maischberger, die Bayern... Aber ich habe den Satz noch gar nicht zu Ende gesagt. Den Satz zu Ende gesagt hieße, also jeder kriegt das Wattestäbchen und dann haben wir am Ende 80 Millionen... Ich habe solche Forderungen schon gehört. 80 Millionen genetische Fingerabdrücke. Gibt es ja auch viele Eltern zum Beispiel, die sagen würden, also wenn mein Kind mal tatsächlich einem solchen Mann in die Hände fällt... Alles, egal wie, ich hätte den gerne gefasst. Warum nicht also gleich von uns allen hier einen genetischen Fingerabdruck? Also das Prinzip des bürgerlichen Rechtsstaats ist ja eigentlich, dass der Staat dem Bürger so entgegentritt, dass er beweisen muss, wenn ein Bürger etwas getan hat. Ja. Also sozusagen offenes, transparent. Das ist längst gekippt. Und die Gendateien und auch der Anspruch, die jetzt, ich glaube, gegenwärtig ist der Zwischenschritt, bis man dann bei allen ist, auf 10 Millionen hoch zu erweitern, bei vielen Säuglingen wird es gemacht, ist grundsätzlich jeden Menschen für ein Potenzial Straftäter zu halten und dieser einzelne Mensch muss dann beweisen, die Erfassung einer solchen Masse von Daten unverdächtiger Neugeborener und anderer Menschen. Die Zahl des Datenbestandes in der DNA-Datenbank. Ich kenne die Entwicklung, ich kenne die Kurven, ich weiß, das ist was mit dem Stand der Technik zu tun hat, mit Speicherkapazität, mit Kosten. Und je leichter das finanziell und technisch wird, und das Ziel ist explizit erklärt worden, erzählen Sie mir ja keinen wirklich vom... Also wir können von damit... Dass man eine Gesamterfassung anstrebt, aber sie im Moment politisch noch nicht für ganz mit durchsetzbar ist. Also Herr Jansen, aber jetzt mal mit Leuten, die offener argumentieren als Sie. Ich meine, wenn Sie so eine Datenbank hätten... genetischer Fingerabdruck von allen, hätten Sie doch einfach keine Probleme mehr am Ende. Wir hatten, also ich finde, die Diskussion geht wirklich jetzt in eine falsche Richtung. Wir haben eine Datenbank, die rechtlich stark kontrolliert ist, die hochtechnisch abgesichert ist. Die bayerischen Kollegen wussten überhaupt nicht, dass sie den Täter überführt hatten, beziehungsweise hätten überführen können. Erst die anonymisierte Spur, die übermittelt wurde ans BKA, hat im BKA den Alarm ausgelöst. Hier haben wir einen zweiten Datenbestand, der im Übrigen bei euch in Bayern liegt. Ja. Und, das BKA konnte das also insofern zusammenführen. Diese Datei ist sicher, der Datenbestand liegt bei deutlich unter 500.000 Datensätzen. Sie reden hier davon, dass 80 Millionen Bürger da eingegeben werden sollen und in dieser Verbindung. Jungen Kindern werden direkt Speichelproben genommen. Stellen Sie das neben eine Straftäterdatenbank. Ich finde, das ist einfach eine Nähe, die Sie hier hinstellen, die man so nicht haben kann. Aber können Sie es denn anschließen, Herr Jansen, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, das wäre doch einfach jetzt super. Wir brauchen Rechtspolitiker und es gibt auch Mediziner, die das gefordert haben kürzlich. Also ich freue mich darüber, dass Herr Beckstein sagt, das wollen wir nicht machen. Und ich werde ihn auch beim Wort nehmen. Und ich denke, wir müssen aber tatsächlich sehen, was ist eigentlich sozusagen Ausgangspunkt für eine Überwachung? Und da
würde ich Frau Ditfurth ein Stück auch folgen, insoweit als tatsächlich das ganz normale Verhalten immer stärker Gegenstand von Speicherung wird, auch von Überwachung. Denken Sie eben auch an diese ganzen Systeme, die zum Beispiel zu Abrechnungszwecken von Telefongesprächen verwendet werden. Diese Verbindungsdaten werden in Zukunft, so sieht das eine Richtlinie der EU vor, mindestens ein halbes Jahr vorgehalten. Das heißt, diese ganzen Verbindungsdaten, ob ich Sie anrufe, ob ich jetzt mit Frau Maischberger telefoniere oder mit meiner Frau, alle diese Informationen, dass ich telefoniert habe, bleiben gespeichert. Und ich denke, das ist, obwohl ich mir nichts habe, zu Schulden kommen lassen. Und das ist in der Tat eine problematische Entwicklung, weil letztlich natürlich die Missbrauchsgefahr damit zunimmt. Ist das eine problematische Entwicklung oder nicht? Wir machen den und wollen den genetischen Fingerabdruck immer dann nehmen, wenn wir den herkömmlichen Fingerabdruck nehmen. Also das, was mit Druckerschwärze früher gemacht worden ist, aufs Papier, wenn man Gesichtsaufnahmen für polizeiliche Zwecke... Also wenn man schon mal was getan hat, von der Polizei erwischt wird... In dem Augenblick, wo ein Täter eine Straftat mit erheblichem Gewicht begangen hat... Das heißt Mord... Raub, nein, Sexualstraftaten, schon solche auch, Dinge. Demonstrieren in München reicht für eine erkennungsdienstliche Behandlung. Also bei demonstrieren nicht, aber wenn man so demonstriert, wie Frau Ditfurth, was dann nämlich ohne Anmeldung und mit Gewalttätern einem schwarzen Block eine normale Demonstration, Frau Ditfurth, das wissen Sie. Reden Sie mal mit Ihren Münchner Richtern. Eine normale Demonstration wird nicht hergenommen, aber so wie Sie demonstrieren, wird der schwarze Block dabei, werden Steinewerfer dabei sein. Gegen wenn selbstverständlich. Sie haben ja Fantasie. Entschuldigen Sie, haben Sie keine Fernsehbilder gesehen? Schwarzer Block. Von welcher Demo reden Sie denn beim gerade? Beim Sicherheitsgipfel heuer, beim letzten Jahr vor 3 Jahren. Da war ich doch gar nicht. Ja, aber jedenfalls, wer behauptet, einer normalen Demonstration ohne Gewalttäten wird überwacht, dem kann ich das nur kann übersagen. Regelmäßig. Wenn Frau Ditfurth das sagt, dann sagt sie ganz offensichtlich die Unwahrheit. Nicht mal ihre eigene Partei würde wegen so einem Quatsch eine Landtagsanfrage machen. Aber wenn Grünen. Straftaten die passiert sind, bei den Herr Grünen, Beckstein, jetzt müssen wir einmal eine Sache klarstellen. Also Frau Ditfurth ist nicht mehr bei den Grünen und sie sagt, sie war bei der entsprechenden Demonstration nicht dabei. Wenn Sie was anderes wissen, müssen Sie es beweisen. Also ja, ich kann nur noch mal sagen, wer behauptet, bei einer normalen Demonstration, ohne dass es zu Straftaten kommt, wird erkennungsdienstliche Behandlung gemacht, der sagt nicht die Wahrheit. Aber sagen Münchner Amtsrichter, das ist schriftlich niedergelegt, das können Sie nachlesen. Die eigentliche Frage, die Herr Schaar aufgebracht hat, war die... Der genetische Fingerabdruck ist übrigens nicht nur zur Nachweis der Schuld, sondern auch zum Beweis der Unschuld in vielen Fällen da. Also beispielsweise bei Vergewaltigungen ist es heute der Stand der Technik, dass man sofort feststellt, anhand derjenige, der vielleicht angezeigt worden ist, vielleicht missverständlich ist, in dem Augenblick, wenn die Sperma nicht seine DNA hat, ist er natürlich der Unschuldige. Das heißt, wir haben zur Überführung des Schuldigen, aber auch zum Nachweis der Unschuld und damit eine Menge an weiteren Ermittlungen, nicht mehr den genetischen Fingerabdruck. Und das ist deswegen so wichtig, weil der herkömmliche Fingerabdruck von den Berufskriminellen nicht mehr hinterlassen wird, weil sie mit Handschuhen arbeiten. Demnächst werden Sie aber wahrscheinlich dann andere... So. Aber warum muss das jetzt nun von allen Bürgern sein? Warum Nein, ich sage es ist ja nicht. Es wird das nicht von allen Bürgern, sondern von denjenigen, die erhebliche Straftaten gemacht haben. Der genetische Fingerabdruck wird in sehr vielen Fällen, die wir auch, glaube ich, alle kennen, von ganzen kleinen Gemeinden, sozusagen große Gruppen von Männern, die meinetwegen auf irgendeinem Jahrmarkt waren. Ja, das gibt es natürlich. Freiwillig. Wieso wird das jetzt plötzlich bestritten, dass es das gibt? Ja, Frau Huber. Straftaten vorher ohne konkreten Anhaltsverdacht einem Individuum gegenüber. Also, Straftaten gibt es jeden Tag. Also es geht auch, also wir reden ja darum, weil wir Angst haben vor Missbrauch. Das ist auch richtig. Ja, also wir hier normale Leute, also jedenfalls ich oder was. Ja? Also jetzt möchte ich mal fragen, wie lange werden Daten gespeichert? Ich war zufällig in Italien, als dieser Gipfel da war. Und die Globalisierungsgegner unheimlich furchtbar behandelt wurden in den Gefängnissen von Berlusconi, das wissen Sie. Und viele kommen auf schwarze Listen. Was bedeutet das für diese jungen, damals sicher hauptsächlich junge Leute, was bedeutet das? Wie lange wird das gespeichert? Was hat das für Nachteile? Können die irgendwo einreisen oder nicht einreisen? Und sind die sozusagen damit, haben sie da so ein
Je schwerer die Straftat, desto länger wird gespeichert. Wenn jemand einen Mord begangen hat. Ja, aber die Polizisten von Berlusconi wurden da, haben auch Straftaten begangen. Also die Leute mussten Hakenkreuze machen. Es gibt auch gegen Polizisten strafrechtliche Ermittlungen. Nein, aber es gibt in diesem Falle in Italien, kamen die natürlich davon, weil die durch Berlusconi und seine Gesetze geschützt waren. Das ist natürlich, sowas passiert sicher dabei und sowas passiert sicher häufiger. Die Daten werden immer länger gespeichert, das kann man schon sagen. Es werden nicht nur immer mehr Daten gespeichert, sondern die Daten werden auch über immer längere Zeiträume gespeichert. Das ist nicht nur eine deutsche Entwicklung. Gerade haben wir die Diskussion jetzt im Zusammenhang mit der Visa-Erteilung. Da haben wir ja in Deutschland eine relativ moderate Speicherungsfrist. Jetzt wird das soll es erstmal auf 5 Jahre ausgeweitet werden. Es wird darüber diskutiert, es auf 10 Jahre auszuweiten. Und zwar auch bei Personen, die sich überhaupt nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern die haben jemanden eingeladen. Oder das heißt, wenn ich jemanden praktisch zu Gast habe, haben wir strengere Vorschriften als die meisten anderen Länder. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich gerne einen Schritt noch weitergehen. Und zwar einfach auf die Frage, wie viel weiß der Staat jetzt schon über uns, aber eben auch schon die Industrie. Seitdem es Internet gibt, das weiß man, geben wir viele Daten von uns ja freiwillig preis. Die Frage eben, was die Situation, wie sie sich verändert hat, seitdem es das Netz gibt, beschäftigt uns. Auch dazu ein kleiner Film. Dezember 2005, Trier. Demonstration vor einer Bank. Grund des Protests, die Bank soll Kontodaten eines chinesischen Studenten an die Ausländerbehörde weitergegeben und somit gegen das Bankgeheimnis verstoßen haben. Die Bankfiliale bestreitet dies. Bankgeheimnis, das gibt's in Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Seit dem 1. April 2005 können Finanzbeamte Kontodaten abrufen, ohne die Sparer zu fragen. Wer Online-Banking betreibt oder Reisen über das Internet bucht, kann seine Daten automatisch weltweit in Umlauf bringen. Was damit passiert, kann kaum noch kontrolliert werden. Der nächste Schritt, der menschliche Körper als Datenträger. Wie die Zukunft aussehen könnte, zeigt Hollywood. Sprechende Werbebotschaften, ganz persönlich zugeschnitten. Bei mir, bei uns jetzt Andreas Weigen. Wir haben ihn angekündigt als Internet-Guru. Er hat bei Amazon zum Beispiel, das ist der Internet-Buchhändler, 2 Jahre lang als wissenschaftlicher Chef gearbeitet. Dort zum Beispiel diese Personaldatenbank mit aufgebaut, die einem hilft, wenn man sich da wieder einloggt, dass sie sagt, hallo Frau Maischberger, Sie wieder hier. Hier übrigens sind die Bücher, die Sie gerne lesen wollen. Er berät Firmen und unterrichtet in Stanford Data Mining. Das ist jetzt wie also die Minen. Felder, die Daten, also Daten schürfen, sage ich jetzt mal. Hallo, Herr Weigen. Hallo. Dieser Minority Report, dieser Film, also am Ende gibt es einen Scan über mein Auge, die Werbebotschaft erkennt, ach, das ist Frau Maischberger. Frau Maischberger, Sie sollten mal wieder in den Urlaub fahren. Ist das wirklich Science Fiction? Kommt das nie? Oder glauben Sie, das wird irgendwann mal Realität? Also, in dem Film geht es ja darum, dass 2 Dinge geschehen. Erstens, dass Sie als Frau Maischberger erkannt werden. Und zweitens, dass aufgrund ihrer vergangenen Dinge die Dinge, die Sie vielleicht in dieser Situation interessieren könnten, dann Ihnen auch gezeigt werden. Also das heißt, ich habe mal einen Guinness getrunken und deswegen sagen die, ach, die hat schon mal einen Guinness getrunken, hat sie gezahlt mit der Kreditkarte, haben wir uns gemerkt, die mag Guinness, kriegt sie demnächst wieder. So etwas. Es ist interessant, dass häufig die Situation eine viel größere Rolle spielt als ihre eigene Vergangenheit. Denn ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, wo sie vielleicht gar nicht so scharf auf Guinness wären. Ja, in der Tat. Und deshalb ist, glaube ich, eine der Dinge, die ich bei Amazon gelernt habe, dass wenn wir versuchen, die Situation zu erkennen, in der sich der Kunde befindet, dass wir dann viel bessere Dinge dem Kunden empfehlen können, als wir nur auf der Geschichte, dass er irgendwann mal für seine Enkeltochter ein Buch bestellt hat, jetzt weitere Kinder für 2-Jährige empfohlen werden. Mich irritiert das immer. Ich habe einmal übers Internet Bücher bestellt und wenn ich da jetzt auf die Seite komme, dann sagen sie, hallo Frau Maischberger, wir wissen, Sie haben folgende Vorlieben und übrigens gibt es da in diesem Bereich die und die und die Bücher und ich denke mal, ich will das gar nicht. Ist ja vielleicht noch nett, wenn die das sagen. Wie funktioniert das? Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel eine Sache, die in der physikalischen Welt anders ist als in der des Internets. Im Internet ist es sehr einfach, Pseudonyme anzulegen. Peter, Panther und Co., also Pseudonyme, Pen-Names, sind ja keine Neuigkeiten der Welt. In der Diskussion in der ersten Hälfte heute Abend ging es nicht um Pseudonyme, sondern es ging nur um die physikalischen Individuen. Wenn Sie sich mal anschauen, was in Chatrooms zum Beispiel geschieht,
Das sind die im Internet die Räume, wo man mit anderen sich unterhalten kann. Ja, danke schön. Also ist es häufig so, dass die Leute nicht nur einen Individualität haben, nicht nur ein Pseudonym haben, sondern mehrere und dann in diesem verschiedene Rollen spielen. So zum Beispiel können Sie, wenn Sie Bücher für die Reise bestellen, ein Login verwenden und wenn Sie Bücher hier für die Arbeit verwenden, ein anderes verwenden. Also ich kann mich tarnen, damit Amazon nicht weiß, wer ich wirklich bin. Aber wenn ich es nicht tue, wenn ich ein ganz normaler Konsument bin, woher wissen die, was ich mag? Einfach nur auf der Liste dessen, was ich schon bestellt habe bei denen? Das wusste Ihre Buchhändlerin doch auch, als Sie zur Buchhandlung gegangen sind. Ja, aber die kannte ich dann wiederum. Amazon kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer dahinter sitzt. Und ich weiß vor allem nicht, ob die nicht zum Beispiel die Informationen, die sie über mich gesammelt haben, irgendjemand anderem weiterverkaufen. Und dann kriege ich am Ende Werbezettel in mein Haus, die ich gar nicht haben will. Also es gibt doch Dienste, die genau dieses Geschäftsmodell verfolgen. Die genau Banner-Services, sozusagen Werbebotschaften übers Internet verkaufen und nebenbei registrieren, welche Internetseite habe ich mir gerade angeguckt. Und zwar verschiedene. Und das zusammenführen. Und dann war ich bei Amazon, war ich vielleicht beim Spiegel habe mir dann vielleicht die Homepage von Sandra Maischberger angeschaut. Mhm. Ne, und dann kann man daraus schon vielleicht bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Und ich als Nutzer kriege jetzt eine genau auf mich zugeschnittene Werbebotschaft. Und wenn da noch steht, Herr Schaar, Sie interessieren sich doch dafür, dann ist das eine Nettigkeit, kann man sagen. Viel schlimmer ist es ja, wenn ich es nicht merke, wenn ich praktisch insofern gesteuert werde. Früher sagte man dazu Manipulation, das Wort wird heute nicht mehr so benutzt, aber es trifft schon ziemlich gut den Kern der Dinge. Herr Schaar, ich könnte eine kurze Frage. Wenn Sie jetzt also etwas angeboten bekommen, was Sie wirklich sagen, das ist ja toll. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja? Ist es eine gute oder eine schlechte Sache? Wissen Sie, ich möchte darüber eigentlich selbst entscheiden können. Und wenn ich selbst ein super Angebot suche, dann würde ich mich natürlich freuen, genau das zu finden. Aber ich möchte nicht, dass mir Leute sozusagen hinter meinem Rücken, hinter mir sozusagen hergehen, ungefragt. Mich sozusagen beobachten, ein Profil anfertigen und mir dann etwas suggerieren, was unheimlich günstig ist. Und vielleicht ist es das ja gar nicht. Also ich würde das als Belästigung empfinden. Ja? Ist das wahrscheinlich eine typisch deutsche Diskussion? Ist das so? Also Sie sind ja viel unterwegs in Shanghai unter anderem, also in China, auch in Amerika. Sind die da anders drauf? Also, ist das eine Generationenfrage? Was ist es? Erstens ist es so, dass was wir bei Amazon immer die Privacy Blinds genannt haben. Also dass natürlich auch der Knopf da sein muss, dass die Dinge, die ich gerade tue, gerade nicht gespeichert werden. Und das muss man ganz ernst nehmen. Mhm. Und das heißt eben auch, dass der Kunde dann weiß, wenn er zum Beispiel ein Buch bestellt, das ihm geliefert wird und dann sagt, diese Daten möchte ich gelöscht haben, dass dann, wenn irgendwie der Zeichnung in dem Buch Seiten fehlen, er nicht sagen kann, Sie wissen doch das Buch, was ich geschickt habe. Nein, wir wissen nicht mehr, welches Buch wir Ihnen geschickt haben. Also man kann aber die Daten löschen. Es ist wichtig, dass es den Kunden klar wird, dass er die Entscheidung fällt, ob etwas aufgezeichnet wird, behalten wird oder nicht. Herr Weigin, wir haben jetzt im ersten Teil hier sehr viel darüber geredet, was weiß der Staat über uns. Was mich mal interessieren würde, was wissen Unternehmen mittlerweile schon über uns, ohne dass wir es vielleicht wissen? Und die Staaten kaufen ja auch sowas. Eins nach dem anderen. Ja. Unternehmen wissen sowohl mehr als auch weniger über sie, als sie denken. Okay. Also, das Besondere im Internet ist ja, dass all das, was ausgeliefert wird, genauestens zusammengestellt wird, eben als so eine Webseite, die Ihnen dann rübergeschickt wird, oder als eine E-Mail-Message, die Ihnen geschickt wird, sodass wir also genau wissen, was Ihnen angeboten wird. Das ist anders, wenn Sie durchs Geschäft gehen und vielleicht mit den Augen etwas liebäugeln und da weiß niemand, was Sie drauf geschaut haben. Noch nicht. Ja, noch nicht, ja. Das heißt also, die Firmen wissen weitaus mehr über das, was sie tatsächlich im Laden tun. Auf der anderen Seite wäre es ja nicht in dem Interesse zum Beispiel von Amazon, irgendetwas von diesen Daten anderen Firmen zukommen zu lassen. Warum nicht, wenn man es verkaufen kann für gutes Geld? Erstens ist da ein großes politisches Risiko drin, das meines Wissens könnte rauskommen, das ist das Scheiße, ja. Schade ums schöne Geschäft. Ne? Und zweitens ist es, dass häufig die Firmen gar nicht verstehen wirklich, was sie mit den Daten tun können und deshalb lieber sich darauf zurückziehen, ganz sorgfältig nichts rausgeben zu lassen, was persönlich identifizierbar ist. Die Recommendations, die Empfehlungen? Empfehlungen, danke schön. Sie haben lange Zeit im Ausland gelebt, deswegen. Nein, das ist so. Ja. Die Empfehlungen, die basieren nicht auf den persönlichen Daten, sondern wenn zum Beispiel Leute dieses Buch angeklickt haben,
haben auch jenes Buch angeklickt. Da müssen wir nicht wissen, wer das war, der diese beiden Bücher innerhalb einer gewissen Zeitspanne, sagen wir 24 Stunden, angeschaut hat. Aber man hinterlässt Spuren im Netz. Wie nennen Sie das, Herr Schaar, diese Spuren, die man im Netz hinterlässt? Ja, man kann es sagen, digitales Profil, man kann es nennen Datenschatten. Da gibt es verschiedene Ausdrücke für. Mhm. Aber klar ist, dass diese Spuren ziemlich viel über mich aussagen. Und vielleicht sogar sehr viel mehr, als ich mir selbst vorstelle. Ja. Ne? Und das ist eben nicht nur die Frage, sozusagen, was bestelle ich, sondern nach welchem Suchbegriff suche ich in Google beispielsweise und komme jetzt auf eine bestimmte Seite. Das wird ja alles auch festgehalten und kann dann möglicherweise auch, und das ist jetzt nicht ein Thema jetzt aktuell in der Bundesrepublik, aber ein Thema in China beispielsweise, dazu verwendet werden, um Dissidenten ausfindig zu machen. Das ist ein spezieller Fall, den Sie ansprechen. Also da hat ein Dissident eine bestimmte Information.